ich freue mich sehr, euch jetzt jemanden anzukündigen, der das Thema so hoch hängt, wie es gehängt gehört, der zusammen mit Menschen aus ganz Europa sagt, wir machen daraus ein europäisches Thema. Wir machen eine europäische Bürgerinitiative. Da braucht man 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 europäischen Mitgliedsländern. Und sie fordern jetzt, rettet die Bienen und rettet die Bauern. Ich freue mich, dass Karl Bär vom Umweltinstitut hierher kommt. Wow. Guten Morgen, liebe Leute. Ich spreche zu euch als Vertreter des Bürgerausschusses der Europäischen Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten. Googelt das mal, das macht Spaß. Mit dabei ist zum Beispiel der Helmut aus Wien. Der hat mit den ganzen Skandalen rund um die Zulassung von Glyphosat ein ganzes Buch gefüllt. Mit dabei haben wir eine italienische Biobäuerin, die zu den Protagonistinnen gehört im Kampf der besprühten Dörfer in den Wein- und Obstbauregionen gegen Pestizide. Mit dabei haben wir den Präsidenten des rumänischen Imkerverbands, einen der Gründer der französischen Mohnblumenbewegung, die seit 16 Monaten jeden Monat in 500 Ortschaften in Frankreich gegen Pestizide demonstrieren. Mit dabei haben wir auch eine Medizinprofessorin der Universität von Athen, die sich Sorgen macht um Pestizide und die menschliche Gesundheit. Und über 100 Organisationen aus ganz Europa, die das aufgebaut haben. Es gibt eine riesige Bewegung europaweit und weltweit gegen Pestizide und wir werden immer mehr. Aber der Zündfunke für die Europäische Bürgerinitiative, der kam aus Bayern. Mit dem Volksbegehren rettet die Bienen. Da war uns klar, ja, hallo Bayern, super gemacht. Und da war uns klar, wenn wir diesen Erfolg auf die europäische Ebene heben, dann können wir ein für alle Mal Schluss machen damit, dass Gift in die Landschaft und auf Lebensmittel gesprüht wird. Aber uns war auch klar, dass wir nicht einfach rettet die Bienen nach Brüssel verpflanzen können, Pestizidverbot fordern und fertig. Wir müssen Bienen und Bauern retten. Es hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur 2/3 der Insektenbiomasse verloren. Wir haben auch alle 3 Minuten einen Bauernhof verloren. Und das ist für uns alle ein Riesenproblem. Wenn wir in der Klimakrise nachhaltig Lebensmittel produzieren wollen, dann brauchen wir viele Bauern und Bäuerinnen, die sich Gedanken machen, die Erfahrungen machen, die unterschiedliche Wege gehen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich gegenseitig austauschen. Wenn wir all das Land und das Saatgut und die Daten nur großen Konzernen überlassen, dann haben wir keine Chance mehr. Wir brauchen viel mehr Hirn pro Hektar, als es Bayer und BASF zur Verfügung haben. Wir müssen die Bienen und die Bauern retten. Und wir und ihr alle wissen, dass das möglich ist. Wenn wir aus der ach so mächtigen Agrarindustrie nur ein Steinchen herausbrechen, dann bricht sie wahrscheinlich in sich zusammen. Und das Steinchen, das wir herausbrechen wollen, sind die Ackergifte. Ohne die gibt es keine riesigen Monokulturen, keine ausgeräumten Agrarwüsten, die uns der Klimawandel über kurz oder lang sowieso zu Wüsten machen wird, und zwar zu richtigen Wüsten. Ohne die Ackergifte braucht es notwendigerweise Fruchtfolgen und Lebensräume für Nützlinge. Und für diese radikale Umstellung gibt es Geld in Europa. 60 Millionen Euro, eine Milliarden Euro, die jedes Jahr verteilt werden und sie zurzeit primär auf den Konten von Grundbesitzern und Grundbesitzerinnen landen. Wir wollen, dass dieses Geld hergenommen wird, um in Agrarlandschaften, dort wo Bauern und Bäuerinnen arbeiten, die Biodiversität wiederherzustellen. Dann kommt das Geld bei denen an, die jeden Tag mit der Natur arbeiten, und dann klappt das mit einer bäuerlichen und ökologischen Landwirtschaft. Da wollen wir hin. Und
Wir wissen auch, dass wir die Probleme von Biodiversität und bäuerlichen Betrieben nicht alleine auf dem Acker lösen können. Wir müssen ran an die Forschungspolitik. Das Geld, das der Staat ausgibt, um in der Forschung und der Ausbildung Gentechnik und Pestizide zu fördern und zu bewerben, brauchen wir dringend für die Entwicklung von agrarökologischen Methoden wie Agroforstwirtschaft und all den neuen Dingen, die uns voranbringen können. Und wir müssen auch ran an die Handelspolitik. Wenn wir hier ein Pestizid verbieten, dann können wir doch keine Lebensmittel importieren, das damit behandelt wurde. Dieser Irrsinn muss aufhören. Wenn wir in Europa die Landwirtschaft ökologisieren wollen, dann dürfen wir keine Importe zulassen, die unsere Standards unterlaufen. Das ist zutiefst unfair. Und danke. Das sind unsere Forderungen als Europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten. Ihr könnt das hier unterschreiben an den Ständen von BND und von Kampakt und von der Kampagne und vom Umweltinstitut und von den Naturfreunden und von PAN und später beim Suppentalk oder im Internet unter bienenundbauernretten.eu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Darf ich noch ein Foto machen von der Menge? Es ist so geil, wie das hier ausschaut. Du darfst ein Foto machen und du kriegst einen Riesenapplaus.